Alfons Schubeck, 73, muss sich vor Gericht verantworten. Eigentlich erreicht der gebürtige Bayer dank seiner Kochkünste ein breites Publikum. Nun wird dem TV-Koch jedoch Steuerhinterziehung im ganz großen Stil vorgeworfen. Gegen ihn liegt eine Anklage in 25 Punkten vor. 18 Verhandlungsstages sind bis zum 22. Dezember angesetzt. Heute fällt der Startschuss für den Prozess. Alfons Schubeck könnte sogar im Gefängnis landen. Wie Bild berichtet, erschien der 73-Jährige heute Morgen in München vor Gericht und wirkte dabei sichtlich mitgenommen. Ihm wird zur Last gelegt, satte 2.366.232 Euro am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Im Falle einer Verurteilung würde das eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung zur Folge haben. Eine Verständigung zwischen den Verteidigern und der Staatsanwaltschaft kam bisher nicht zustande, weil sich die Strafverfolgungsbehörde nicht darauf einlassen wollte. Im vergangenen Jahr machten sogar noch die Nachrichten die Runde, dass Alfons Schubecks Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten stecke. Der Gastronom meldete damals Insolvenz an. Die Misere begründete er mit dem Ausbleiben von Staatshilfen im Rahmen der Gesundheitskrise.